Und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Lovecraft. Und dieses Mal gibt es wieder viele Neuerungen und dazu gehört auch, dass ich nicht mehr der Einzige bin, der diese Mod moddet, sondern auch Galaxy AD, der mir sehr stark unter die Arme greift, der ist um Längen besser im Modden als ich und der hat auch zum Beispiel ein paar neue Sachen hinzugefügt. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Portal, das jetzt auch in die Lobo-Dimension führt. Das Problem ist aber, dass sie genau wie die normale Nether-Welt aussieht. Ich kann das zumindest schon mal demonstrieren, wie man das Portal baut. Dazu braucht man, wie so schon gesagt, den Lobo Portal Frame. Und zwar 5x5 braucht man da. 5x5, so. Und dann kann man mit den Lobo Crystals, die man ja schon bekommt, wie schon gesagt, ich habe mal die Textur geändert. Ich fand es jetzt passender zu Swax. Und die kann man dann in diese Steine reinsetzen. Ich habe noch hier die alte Textur drin, muss ich mal ändern. Die kann man da reinsetzen. Es ist egal, ob ich jetzt hier an den Rändern welche sind oder nicht. Es muss nur sein, dass in den Ecken Kristalle sind. Und wenn das gemacht ist, geht das Portal auch an. Ich gehe jetzt nicht rein, weil das ziemlich lange dauert, weil es noch in der, ich sag mal, Alpha-Version ist und das laggt da ein bisschen in der Welt. Und dort wird auch bisher kein Portal generiert. Und aber deswegen stellt euch vor, man geht rein und ist dann in der Welt, wo es nicht regnet. So. Ebenfalls gibt es jetzt auch ein neues Item, und zwar den Crumbled Lovo Crystal, also den zerbröselten quasi. Und den craftet man wie folgt, einfach mal Kristalle und Cobblestone ins Inventar, ins Craftenfeld und dann kommt man Crumbled Lovo Crystal raus. Eigentlich soll man theoretisch den Cobblestone zurückbekommen, weil der wird ja nur dazu benutzt, den Kristall quasi klein zu schlagen. Und damit kann man folgendes machen. Zum einen kann man damit ein normales TNT in ein Lovo TNT verwandeln. Dazu klickt man einfach mit diesem Kristall einfach auf dieses TNT rauf. Und dann explodiert das aber random. Und zwar entweder bei 5%, nach einer Sekunde bei einer Wahrscheinlichkeit von 5% und sonst random zwischen 2 und 8 Sekunden. Das kann auch etwas länger dauern, wir können mal gucken. Ja, dauert schon etwas länger. Und sonst eben auch mal ab und zu sehr früh. Und das hat sogar. Das ist noch ein komischer Fehler. Manchmal droppt das Item, soll es noch nicht, soll es eigentlich nicht und das werden wir auf jeden Fall noch verändern. Außerdem kann man mit dem Kristall auch den Lovo-Cobblestone bestücken und da habe ich auch extra ein schönes Modell gemacht, und zwar mit dem Swax Cubic Pro Programm, also mit dem Ding, wo man so schöne 3D-Blöcke machen kann, also wie irgendwas Mod, wo es dann so Stühle gibt und so, und das ist funktioniert ähnlich, und zwar haben wir dann so quasi diese Kristalle oben auf dem Cobblestone drauf. Ist ein bisschen blöd, dass der so dunkel ist. Das liegt daran, dass das Licht irgendwie falsch geworfen wird. Theoretisch sieht es so aus. Aber je mehr Blöcke quasi da drum sind, desto dunkler wird das. Das ist ein bisschen schade. Kann man aber leider nichts dran ändern. Und dieser Block ist dafür da, dass man unsere Lovo Flower darauf setzen kann. Ich gebe mir den Seed mal ganz kurz. Und diese Blume kann man auch ab sofort nur noch auf diesem Block platzieren. Also auf normalem Feld geht das jetzt nicht mehr. Und die wächst natürlich auch ganz normal drauf. Und dann kann man die auch wieder ernten. Und endlich wurde jetzt auch Autosmell zu der Pickaxe hinzugefügt. Das habe ich schon in der ersten Folge, glaube ich, mal gesagt, oder in der zweiten. Das muss auf jeden Fall dabei sein. Es passt einfach zu Lovecraft dazu. Die muss auf jeden Fall Feueraspekt quasi haben, um Steine zu verbrennen, während sie erbaut. So, und deswegen wird auch Lovo Cobblestone zu Lovo Stone. Ganz normal, Lovo Stone bleibt Lovo Stone, weil es ja schon automatisch gebrannt wird. Stone bleibt Stone. Dauert gerade schon lange. Oh, ach, ich habe den falschen Stein genommen. Ach so, ist ja klar, gut. Theoretisch, Stone bleibt Stone. Gold wird automatisch zu Gold und Eisen auch und der Stein zumindest ist der normale Stein. Und der bleibt natürlich auch Stein. Das ist schön. So, und weiter geht's. Ab sofort werden auch alle Tiere oder alle Entities angezündet, wenn man mit den Lobo-Werkzeugen auf sie schlägt. Oder auch eben mit dem Schwert. Haben wir jetzt hier, brennt die Kau. Und hier die Schaufel auch nochmal und die Ho auch nochmal. Ja, da brennen sie alle. Und der Schaden muss auch nochmal ein bisschen untergestellt werden. Ich finde plus 8 immer noch ein bisschen heftig. Machen wir plus 6 draus, dann sollte es plus 7, damit es ein bisschen stärker ist als das Diamantschwert, weil es ja schon heftiger, so auf wegen dem Feuer. Ja, hallo, tot. So, jetzt kommen noch die kleineren Sachen, zum Beispiel, dass wir mit Rechtsklick wieder den Kristall wieder rausnehmen können, also raus, rein, müssen mit der Hand draufklicken, weil sonst geht das nicht. Also können wir jetzt mal Game Mode 0, einen schmeißen wir weg und dann können wir raus, rein, raus. So, ich brenne verdammt, so. Die Lovo Spider und der Lovo Golem wurden jetzt auch serverkompatibel gemacht, weil das ging vorher nicht. Da ist der Server quasi immer abgestürzt und dachte, ja, das geht doch gar nicht. Aber jetzt geht das. Und weiterhin kann man auch nur mit einer bestimmten Rüstung, und zwar wie schon gesagt, dieser speziellen Lovo-Rüstung, die wir hier haben, nur mit der kann man auch in die Lovo-Dimension gehen. Also man muss alle Teile anhaben, sonst stirbt man. Und wenn man zum Beispiel denkt, ha, das ist eine Feuerdimension, deswegen nehme ich einfach mal so einen Fire-Resistance-Potion,
hat man auch verkackt, weil wenn man da reingeht und keine Rüstung anhat und diesen Fire Potion drin hat, bekommt man automatisch Schaden und stirbt an Magie. Das steht dann so im Chat drin. Died on Magic oder wie das heißt. Und diese Rüstung verhilft natürlich auch dazu, dass man nicht mehr stirbt, wenn man im Feuer steht. Weil man brennt zwar, aber das ist im Prinzip egal. Also die Rüstung sagt, nee, Feuer, lass mal stecken, wir verbrennen nicht. Die Lobo-Dimension ist zwar auch eigentlich, hat was mit Feuer zu tun, aber wir wollen einfach mal sehen, dass man nur mit dieser Rüstung da reinkommt und so eine Feuerpotion eben nichts bringt, weil die eben speziell ist und auch magisch. Ja, und deswegen stirbt man auch an Magie. Weiterhin sind wir noch immer noch produktiv dabei oder haben jetzt auf jeden Fall produktiv angefangen wieder, weil ich jetzt auch mit Galaxy eben modde. Und wir haben noch viele andere Ideen, die wir jetzt auch produktiv weiterführen wollen. Zum Beispiel auch den Lovo-Ofen, der jetzt zum Beispiel eine Füllanzeige bekommen soll mit zwei Slots, wo man zum Beispiel einmal diesen Lovo-Crystal reintut und eine Blaze-Rod. Und da muss es immer so eine Legierung quasi geben und die ist dann dazu da, Items zu brennen. Und darin kann man auch den Lovo-Kristall, nee, das Lovo-Eis nachher machen. Bisher gibt es ein Crafting-Rezept dafür. Und das soll eigentlich geändert werden, das soll im Ofen dann gemacht werden, das ist, dann finde ich besser. Und dann gibt es noch andere Sachen, dass die Lovo-Flower zum Beispiel zwei Blöcke hoch sein soll und noch einige andere Sachen. Aber ich würde sagen, das gibt es im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao!